Ja, moin moin. Ich bin damals von Thienemann Verlag eingeladen worden, neben tollen Autoren, Autorinnen und Schauspielern in Reigen der Botschafter Fantasiens einzutreten. Das möchte ich hier in gewisser Weise wiederholen, weil es ein Bilderbuch erschien und Michael Ende ist für mich einer der großen Märchenromanautoren und hat auch diesen Begriff eigentlich geprägt. Momo ist das Buch, was mich zum Vielleser überhaupt gemacht hat. Es gibt jetzt nämlich neu Momo, ein Bilderbuch. Mit dem Text von Michael Ende, natürlich gekürzt, und auch nur die Anfangsgeschichte. Bilder sind von Simona Ceccarelli. Erzählt wird die Geschichte von Momo, die ja eines Tages plötzlich in einem Amphitheater lebt und die Menschen, sie dort, die in der Umgebung leben, aufsuchen. Alle, die sie aufgesucht haben, verändern sich oder kommen plötzlich auf plitsche Ideen. Woran liegt das? Weil Momo tolle Antworten gibt, weil Momo sofort schlagfertig weiß, wie es weitergehen kann? Nein, Momo kann zuhören und sie hört genau zu. Und während sie zuhört, passiert es, dass in dem Gegenüber die Ideen kommen, weil man das bekommt, was man braucht, nämlich jemand, der Zeit für einen hat. Das macht sie auch mit den Kindern, die sie aufsuchen. Kinder, die mit ihr spielen, weil sie hat die tollsten Ideen. Herauskristallisieren sich zwei der besten Freunde von ihr, Gigi und Beppo. Der eine ist ganz anders als der andere, aber trotzdem werden sie durch das Beisein von Momo beste Freunde. Beppo ist es ja auch, den wir alle kennen als Straßenkehrer, der auch eines Tages erzählt, wie es ist, wenn man die große, lange Straße vor sich sieht und meint, das kann man gar nicht schaffen. Wenn man an die ganze Straße denkt, so sollte man es nicht tun. Denn man sollte Schritt für Schritt, Besenstrich für Besenstrich machen. Und Momo, die halt allen das schenkt, was wir benötigen, nämlich Zeit und zuhört. Und wenn sie alleine ist, in ihrem Amphitheater draußen sitzt, und keiner sie mehr besucht, hört sie auch genau hin und hört etwas, was aus dem Universum kommt oder auch aus ihr selbst heraus. Das ist die große Frage, die man eigentlich dann nur beantwortet bekommt, wenn man nicht nur das Bilderbuch liest, sondern das ganze Buch Momo. Hier, wie ich schon sagte, die Eingangsgeschichte, die ich eben schon angedeutet hatte, also die Zeitdiebe kommen nicht drin vor, aber eigentlich das große Thema, die Zeit, sich Zeit nehmen, sich Geschichten schenken, dass wir alle ein Teil einer großen Geschichte sind, sind ja schon gleich am Anfang bei Momo und jetzt in diesem Bilderbuch fixiert. Die Bilder sind unglaublich schön, fassen das ein, was tatsächlich Momo ausmacht. Also, Michael Ende als Märchenerzähler, der Märchenromane geschrieben hat. Romane, die dementsprechend nicht nur für Kinder sind, sondern auch für Großgebliebene oder Großgewordene, Kleine. Also dementsprechend macht es unglaublich Spaß, Momo wieder neu oder immer wieder im Herzen zu tragen und zu entdecken. Ich wünsche erlesene Stunden und bleiben Sie belesen und denken Sie dran, Fantasien ist ohne die Literatur und ohne die Bücher tatsächlich in Gefahr. Das liegt an uns, dies zu ändern.